Moin zusammen, heute geht es um diesen Nigrin Kunststoff Tiefenpflegenreiniger. Den möchte ich heute an diesem Auto testen. Und zwar teste ich das an den Türverkleidungen, ein bisschen am ganzen Cockpit und am Kunstleder. So, Reiniger machen wir auf. Dafür muss man einmal den Regler da nach unten schieben. Ich sprühe das Ganze mal auf so drauf, nicht auf die Kunststoffhelle selbst. So, schauen wir mal, was das Ganze kann. Probier es mal erstmal hier oben. Machen wir extra nur die Hälfte. Da sieht man schon sofort einen Unterschied. Und am Tuch ist auch schon ein bisschen was. Ich probiere es mal mit direkt aufsprühen. Auf jeden Fall einiges ab. Auch für die ganzen Aluminiumleisten klappt das Ganze ziemlich gut. Geht auch einiges ab. Sieht auch direkt besser aus. Hat auch eine gute Reinigungswirkung das Ganze. Weiter geht's mit dem Lederimitat hier. Ich sprühe das Ganze erstmal auf und dann schauen wir mal, was das Ganze kann. So, weiter geht's mit dem Kunstleder. Geht auch ein wenig ab. Sieht gut aus, fühlt sich gut an. Hat so eine milchige Konsistenz, keinen negativen Geruch. Das Produkt kann auf jeden Fall überzeugen. So, auf der Kamera kann man jetzt auch sehen, hier unten ist die Fläche auf jeden Fall bearbeitet und hier nicht. Und da sieht man auch auf jeden Fall eine Farbauffrischung. Auf jeden Fall kann das was. So, ich mache mal weiter hier mit dem Chrom hier. Sieht auch ein bisschen verschmutzt aus. Gucken, ob das da was kann. Das Ganze kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf jeden Fall ein gutes Produkt. So, als letztes probieren wir es mal auf dem Cockpit. Das ist hier ein Soft-Touch-Cockpit. Machen wir mal extra die Hälfte voll und die andere Hälfte lassen wir mal so, wie sie ist. So, an. Sieht, ist auf jeden Fall eine Reinigung da und eine Farbauffrischung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kann ich euch den Reiniger auf jeden Fall empfehlen. Kostet um die 8 Euro, glaube ich. Gibt es überall bei Real, online. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Video.